Und damit willkommen zurück hier zu Let's Play Mafia 2, die Definitive Edition. Und wir spielen weiterhin das Jimmy's Vendetta DLC. Wir haben aktuell noch eine Mission offen. Das ist diese hier. Stiehl den Lastwagen mit den Zigaretten. Jawohl, machen wir glatt. Und dann schauen wir mal, was sie da noch für Missionen für uns haben. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Missionen haben wir denn jetzt eigentlich. Können wir das hier irgendwo sehen? Also 29% haben wir aktuell. Da bin ich gerade blöd. Also wenn wir da jetzt nicht schon vorbei sind, dann steht das mit den Missionen vielleicht gar nicht hier, wie viele wir schon erledigt haben. Nee. Gut, ist aber auch nicht wichtig. Wir hatten ein paar Missionen haben wir schon, aber wurscht. So, wir schauen jetzt erstmal, dass wir... Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach, da unten nur. Genau, und dass wir diesen Truck da jetzt geklaut bekommen. Schauen wir mal, kommen wir von hier aus denn... Jawohl, hier kann man reinfahren, ne? Okay. So. So. Okay, müssen wir euch hier erledigen. Tatverdächtiger ist bewaffnet. Oh, da habe ich jetzt eigentlich gar keinen Nerv drauf, auch die Polizei an den Backen zu haben. Wo ist er? Da bist du. Und hinter uns. Ja, ja. So. Dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt nur noch den Truck. Wer seid ihr? Gehört ihr hierher? Hey Kumpel, aussteigen. Hat der eine Waffe? Schauen wir mal, sieht tatsächlich nicht so aus. Oder? Doch. Auch noch mit der Magnum, der hätte uns locker wegpusten können. Hat er aber Gott sei Dank nicht. So. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir hier wegkommen. Schauen wir mal, wo müssen wir hin? Da hinten. Der Verdächtige ist um die 1,80. Normaler Körperbau. Ach komm, als ob die uns. Ja gut. So, dann sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Und wir werden uns dann nach dieser Mission auch definitiv neue Klamotten besorgen müssen. So, natürlich gut mit dem LKW vor der Polizei abhauen. Dürfte sich ein wenig schwierig gestalten. Sollten wir noch drauf gehen? Schauen wir nochmal eben, wie viele wir schon erledigt haben. 41, okay. Weil das interessiert mich nämlich, dass, wenn du halt ein paar erledigt hast in einer Mission, dann stirbst und die Mission dementsprechend oder die Mission anderweitig irgendwie fehlschlägt. Ob dann quasi diese erledigten Gegner bestehen bleiben oder ob die eben zurückgesetzt werden. Weil das wäre halt relativ relevant oder ja interessant zu wissen für diese 1000 Gegner erledigen Trophäe, die ich eigentlich ganz gern hätte irgendwann. Ist halt nur die Frage, ne, wenn man. Weil so viele Gegner hatten wir bis jetzt ja noch nicht. Also im Durchschnitt, weiß nicht, 3-4 Gegner vielleicht pro Mission. Inklusive halt der, ja. Fahrzeugklau-Mission, wo man gar keine Gegner hatte. Ja, schauen wir mal, weil so viele Missionen gibt es in diesem DLC ja nun auch nicht. Ach, verdammt, da haben wir. Haben wir hier da den Ausfahrt verpasst, beziehungsweise die Bremskraft ist einfach so schlecht. So, müssen wir hier rein? Was ist denn jetzt schon wieder? Ach, verdammt. Ja, super. Jetzt haben wir zum einen die Cops dran und dann auch noch. Na. Ja. Okay, großartig. Absolut großartig. Schöner Hinterhalt. Wirklich schön. Hat den Vorteil. Wir können jetzt nochmal eben gucken, hat das jetzt gespeichert oder nicht? 41, jawohl. Die werden gespeichert. Gut.
So, dann das gleiche Spiel nochmal. So, genau. So, auch wenn wir nicht weit fahren. Ach komm! Ach komm! Alles klar. So, darauf habe ich jetzt wirklich keine Lust, jetzt hier irgendwie noch die Cops am Hals zu haben. Aber gut, die kommen dann gleich sowieso. Das ist halt so ein bisschen das Problem. So. Okay. So, laden wir dich nochmal eben schnell nach. Wie schaut's da eigentlich aus? Da haben wir nur die Pumpgun. Okay. Ah. So. Genau, dann schauen wir hier nochmal. Da ist er. Schieß. Na los. Komm raus. Jetzt habe ich keinen Bonus gekriegt, weil du dich nicht getraut hast rauszukommen. Genau. Money nehmen wir natürlich mit. So. Na gut. Dann nur noch den Fahrer und wenn wir Glück haben, dürfte ich mir Ihr Auto leihen? Danke. Kriegen wir kein Fahndungslevel. So. Genau. Zack. Kein Fahndungslevel, das ist schon mal sehr gut. Weil der checkt es dann ja nicht, dass wir das hier waren. Auf Wiedersehen, tschüss. Ich gehöre nicht dazu, ich habe gar nichts damit zu tun. So, das nimmt auf jeden Fall schon mal viel Druck raus. Ja, weil wenn du dich halt auf die Gegner und die Polizei gleichzeitig konzentrieren musst, ist in der Regel schon relativ asi, muss ich sagen. So. Schauen wir mal, hat er... Nur um nochmal sicher zu gehen, wie es wirklich gezählt wird. Jawohl, passt. Okay, gut. Haben wir das also auch geklärt. So. Jetzt geben wir schön Gas. Und sobald das denn mit diesem Fahrzeug hier möglich ist. Dieses Beschleunigungswunder, aber gut, was willst du erwarten? Irgendein LKW in den 50ern, glaube ich. Oder wann auch immer das hier spielt. Aber so in etwa, ne? In den 50ern, denke ich mal. So, super. Jetzt müssen wir auch noch einen Tempobegrenzer benutzen. Wegen den Cops. Nicht, dass wir hier wegen irgendeiner dämlichen Geschwindigkeit das Fahndungslevel bekommen. Da hätte ich jetzt auch so gar keine Nerven drauf. So. Gucke mal, ne? Ganz entspannt. So, dann müssen wir gleich gucken, wie wir das dann da mit den Gegnern machen. Ich denke mal, dass wir dann mal wieder die MP rausholen werden. So. Okay. Jetzt müssen wir gleich sowieso links, rechts abbiegen. So. Ja. Huch, guck mal, da ist wieder ein Polizeiwagen gerade. Noch einer. So, genau, stopp. Genau. Steig aus, Jimmy. MP. Du sollst die MP nehmen, verdammt. Nein, ach, das gibt es doch nicht. Aber das ist halt doch die Frage, wo kommen die alle auf einmal her? Das ist doch... Ich check's nicht. Auf einmal kommen die da alle aus ihren Löchern gekrochen. An sich vermutlich ist das Schlauste, wenn ich einfach gar nicht erst da reinfahre, sondern quasi davor stehen bleibe. Ja, ja, komm. Ah, Eskalation. So. Ja, ja, komm, aus dem Weg. Einfach alle weg. So. Genau, so, nochmal eben nachladen.
Sack. Sack. Arschloch. Hier Jungs noch. Na komm, ne? Der Mann ist tot. Genau. Da ist er. Schieß. Na, was? Das gibst du nicht. Ja, so, jetzt haben wir doch wieder die. Ja, oder auch nicht. Besser so. Da haben wir wenigstens nicht die Cops am Hals. Ah, na komm. Hm? Der irische LKW. Ach man, wegen diesem dämlichen Hinterhalt. Da sind dann halt auch gleich so viele. Und der braucht halt natürlich auch mal wieder ewig, seine dämliche Waffe rauszuholen. So. Also, nochmal das Ganze. Ich meine, hier oben gehen wir es ja generell nicht falsch an. So. Zack. Mal kurz nachladen, dass wir hier gleich die volle Munition haben. So. Weil hier liegen wir gleich noch mit. So. Komm. Und dann du noch. Okay. So. Waffe eben schnell weg, während wir hier unten unterwegs sind. So, genau. Muni kurz gucken. So. Dann raus für ihn. Aus der Karre, Freundchen. Genau, dann brauchen wir dann die Pumpgun wieder. So. Hat der. Jetzt hat er keine Waffe, da zumindest nichts, was wir einsammeln können. Na gut. So, Polizei ist auch schon da oben. Aber er weiß nicht, was wir damit zu tun haben. Dementsprechend können wir hier erstmal wieder ganz entspannt abhauen. So, und dann hoffe ich, dass es dieses Mal hinhaut. So, dann steigen wir nämlich einfach früher aus. So. Und hoffen einfach, dass wir die dann da erledigen können. So, aus dem Weg. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Ja, oh, ganz toll. Verstanden. Ja, das brauchen wir jetzt unbedingt. Unbedingt brauchen wir das jetzt. So, na komm schon, komm schon. Genau, einfach das Level wieder abbauen. Okay, Glück gehabt. So. Fahren wir mal ganz gemütlich runter. Und dann beginnt gleich der spannende Teil. Mal ein bisschen vom Gas, ja, genau. Nicht, dass sie da irgendwie einen Geschwindigkeitsverstoß oder so zu beanstanden haben. Der Raser mit dem LKW. So. Stopp. Genau. So. Okay, steigen wir eben aus. Steig wieder in den Truck. Okay, wir müssen also. Wir müssen also mit dem LKW hier reinfahren. Oder mit dem Truck. Stopp. Ja, ja, komm, steig aus. Ja, ach Mann. Siehst du, und da kam sie schon wieder von der anderen Seite. Boah. Vielleicht wäre es nochmal eine Idee, mit dem LKW dann einfach durchzupushen bis nach hinten irgendwo. Weil wir da dann halt wirklich eigentlich mittendrin stehen. Da können sie von allen Seiten kommen.
So, probieren wir es dann einfach mal damit. Nützt ja nichts, wir müssen rumprobieren, um herauszufinden, was funktioniert. So, komm Auto, fang dich wieder. So. Genau, zack. Dann würde ich nochmal wieder kurz nach. So. Scheiße, bin ich gut. Gute Nacht. So. Aber schön, es wird hier nochmal die Pumpgun. Zack. So, und du da hinten dann noch. Ach komm. So. Aber auch interessant, ne? Der Typ hier im hey, LKW, komm, der bleibt ihn ruhig sitzen und tut nichts. So, jetzt aber. Und jetzt rein da. So, Schubert LKW mit Pritsche. Stopp und auf geht's. So. Na gut, gucken wir mal, ob das mit dem Durchbrechen funktioniert. Ich hoffe jetzt einfach mal ja. Weil ansonsten gehen mir so langsam die Ideen aus, wie wir das noch machen sollen. Nein, 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 nein. Uns ist einer reingerasselt. Ja, super. Ganz, ganz toll. Komm, können wir hier einfach die Strafe bezahlen? Geht das? Schauen wir einfach mal. So, hallo. Komm. Kurzstrafe bezahlen. Verhaftung, komm. Genau. $100. Ich hab ne Idee. Machen wir einen Deal. Danke für den Beitrag zu meiner Altersvorsorge. Genau. Hey, hast du ein Problem, Freundchen? Nein. Aber ich hab Zeitdruck. So. Machen wir es halt so, meine Güte. Bevor wir hier unnötig ins Gefecht gehen, davon haben wir dann gleich noch genug. Was hat halt auch wieder so unnötig lange gedauert. Also. So. Ja, $100 waren damals, glaube ich, auch relativ viel Geld. Aber ganz ehrlich, wir geben unser Geld ja für nichts Besonderes aus. Also höchstens mal für Waffen, Munition. Und um das Auto zu reparieren. Und vielleicht mal ein bisschen Kleidung, aber wir kriegen hier immer so viel Geld, das geben wir nicht im Ansatz aus. So. Ich habe es jetzt in der letzten Folge von Joe's Adventures mal nachgeguckt. Da haben wir deutlich über 30.000 eingenommen und haben irgendwie 1.300 irgendwas ausgegeben. Also von daher, mein Gott, ein bisschen Schmiergeld ist da, glaube ich, ganz gut investiert. So. Ich hoffe, dass wir es dann jetzt mal hinbekommen. So, genau. So, genau. Und dann fahren wir jetzt hier mal durch. Jawohl. Stopp, stopp, stopp. Komm, steig aus. Meine Güte. So. Ja, hier kommen jetzt auch schon wieder welche, oder? Na, Mist. Nicht schlecht. So, aber guck mal, die Cops, die haben uns noch nicht. Die haben uns noch nicht auf dem Schirm. Was haben wir denn da? Kann ich die Waffe nicht einsammeln? Doch, gucke mal. Erreiche die sichere Zone, jawohl. Sehr gut. Gucke mal, haben wir es endlich geschafft. Oh Mann. Und ich habe mich schon beschwert, wann endlich mal die schwierigeren Missionen kommen. Ja, das war ein bisschen gemein, aber guck mal, einfach durchbrechen und zack, ist es erledigt. So, stopp.
Ja. Guck mal, einen schicken Zeitbonus sollten wir eigentlich auch noch bekommen. Jawohl. Gucke mal, sehr schön. So, das war dann auch die letzte offene Mission. Dann haben wir jetzt vermutlich wieder drei neue, oder? Genau, eins, zwei. Ne, zwei neue haben wir. Mal gucken, wie heißen die? Tanklaster. Was? Tanklasterstunk, tatsächlich. Okay, und halt wieder so eine Diebstahlsgeschichte. Jawohl. Gut, Leute, dann sind wir aber für heute erstmal wieder durch. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao.